Hallo und herzlich willkommen bei der 30. Folge von meiner aktuellen Challenge, die ich dir schenke, damit du ja einfach wachgerüttelt wirst. Mein Name ist Beatrice Bürger und du bist hier bei dem Podcast Quintessenz, wo ich mich auf den Weg mache, um Quintessenzen herauszubekommen, authentische Botschaften in die Welt zu tragen, hochbetagte Interviewer und Menschen, die sich genau diesen Fragen stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Wo letztendlich ja jeder früher oder später mal hinkommt? Wie geht man mit Ängsten um? Was geht letztendlich wirklich in einem Menschen vor? Und mit der heutigen Folge möchte ich dir gerne einen Zahn ziehen. Ja, du hast richtig gehört. Ich möchte dir einen Zahn ziehen und zwar deshalb, weil ich immer wieder, also letztendlich auch im Laufe meines Lebens und vor allen Dingen jetzt, wo ich mich so gewissen Themen intensiver widme, also nicht eigentlich widme, sondern es ausspreche, es gibt Leute, die wirklich regelmäßig diesen Podcast hören, was ich sehr, 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 sehr mutig von denen finde. Und es gab einmal zum Beispiel auch jemanden, der gesagt hat, das sind alles nur Binsenweisheiten. Also nicht bezogen auf das, was ich sage, sondern womit ich mich letztendlich auch beschäftige. Oder was andere auch sagen in den Interviews. Und dann ist die Frage, okay, was sind Binsenweisheiten überhaupt und warum sind das nur Binsenweisheiten? Und warum sagen einige, es ist nur eine Binsenweisheit? Denn letztendlich liegt doch viel mehr darin Gewicht, dass wir es alles wissen. Also alle wissen wir, diese ganzen tollen Zitate von Goethe über Lao Tse und diese ganzen wundervollen Menschen, die tolle Sachen gesagt haben. Und auch heutzutage gibt es wahnsinnig offene, inspirierende Sprüche, die aktuell noch lebende Menschen auch äußern. Schauspieler, Sänger, Politiker, also Menschen, die in unserem Heute, Hier und Jetzt einfach da sind, aber es sind irgendwie nur Worte. Denn letztendlich, selbst wenn Binsenweisheit Binsenweisheit ist, sind es nur Worte. Und wenn wir es nicht machen oder danach leben und dem Leidenschaft einhauchen oder das allererste, was überhaupt passieren muss, ist etwas zu erkennen, dann wird es auch immer nur eine Binsenweisheit bleiben. Sprich, das Wissen, was du hast, das bleibt einfach nur theoretisches, langweiliges Wissen, weil du nichts damit machst, weil du nicht ins Handeln kommst und weil du einfach, ja, du lässt dich berieseln und du weißt ja alles, du kannst ja alles, du weißt alles besser. Und dann frage ich mich doch manchmal, warum der ein oder andere, auch in meinem Umfeld, dann nicht aus den Puschen kommt. Warum lebt er immer noch ein Leben, wenn er doch alles weiß, mit gewissen Herausforderungen, mit Problemen, mit negativen Denken, mit das geht ja nicht oder naja, ich hab's dir ja gesagt, ich hab's ja gewusst, das geht schief. Diese ganzen negativen Sachen, warum sind die dann noch da? Und ich wurde unter anderem auch angesprochen in Bezug auf Spiritualität. Und es gibt so viele Coaches, so viele Speaker, so viele Unternehmensberater. Also das geht jetzt wirklich auch in die Branche rein und im Management. Es gibt so viele Leute, die sehr, sehr spirituell ausgerichtet sind. Und es gibt einige, die sind sehr kopflastig. Ja, immer geradeaus denken, bloß nicht rechts und links. Und meines Erachtens nach ist eine gesunde Mitte. Eine gesunde Mitte ist gesund. Und wenn man also Spiritualität mal wirklich unter die Lupe nimmt, was ist denn Spiritualität überhaupt? Was bedeutet für dich Spiritualität? Ich möchte gerne so in das ein oder andere Thema heute mal näher eingehen, um auch Revue passieren zu lassen, was dieser Podcast hier überhaupt bedeutet, was du gerne für dich mitnehmen möchtest. Und Spiritualität ist in irgendeiner Hinsicht auch ein Teil davon, aber es ist nicht der Hauptanteil, weil ja, Spiritualität, Geist, Hauch,
ich atme, bedeutet im weitesten gehenden Sinne Geistigkeit und bezeichnet eine auf Geistiges aller Art oder im engeren Sinn auf Geistliches, in spezifisch religiösem Sinn ausgerichtete Haltung. Du kannst es bei Wikipedia oder im Duden, oder also im Duden ist ja immer alles relativ knapp gehalten von den Erklärungen her, und ich liebe es ja, dir auch Sachen mitzugeben, die man möglicherweise aus den Augen verloren hat. Und du kannst da gerne Sachen einfach mal wieder nach ihrer Bedeutung nach googeln. Wirklich Tacheles zu sprechen, was bedeutet ein gewisses Wort, was wir möglicherweise mittlerweile auch anders verstehen oder anders benutzen. Und bei Spiritualität ist es so, hier steht beispielsweise, ist im spezifisch religiösen Sinn stehend für die Vorstellung einer geistigen Verbindung zum Transzendenten, dem Jenseits oder der Unendlichkeit, während Religiosität die Ehrfurcht vor der Ordnung und Vielfalt in der Welt und die Empfindung einer transzendenten Wirklichkeit meint, beinhaltet Spiritualität zusätzlich die bewusste Hinwendung und aktive Praktizierung einer als richtig angesehenen Religion oder Weltanschauung. Und irgendwie ist mir persönlich das alles zu religiös. Also Spiritualität hin oder her, die Intention meiner Arbeit ist es nicht hauptsächlich. Es ist ein Teil davon, aber ich bin weder getauft, noch bin ich religiös, noch... Ich versuche jetzt mal den Bogen so zu spannen, dass du verstehst, auch weshalb. Letztendlich liegt es ja auch im Kern. Also ich bin ja, wie gesagt, nicht getauft worden, und es soll hier auch keine Verurteilung oder Beurteilung oder ein Richten sein, gar nicht, sondern einfach nur meine Fakten, meine Erlebnisse und meine Sichtweise, die vielleicht, ja, die du vielleicht nachvollziehen kannst und ja, dich vielleicht mal nachdenken lässt, was du für ein Typ Mensch bist. Ob du eher so bist oder in welche Richtung du so tickst, und vielleicht tickst du ja ähnlich wie ich. Es gab eine Zeit, wo ich im Beruflichen sehr, sehr viel mit Menschen zusammengearbeitet habe, beispielsweise auch in einer Unternehmensberatung. Dann ging es ums Coaching, dann ging es um Erfolg und um Motivation, und ganz viel war wirklich esoterisch auch manchmal angehaucht, sehr spirituell, und Glauben spielt eine große Rolle. Und es ist irgendwie, ist mir das alles zu viel damals geworden, wo ich so denke, das ist irgendwie nicht so wirklich meins. Natürlich kommt es immer darauf an, wie man es sieht, weil jeder sieht Dinge anders. Wenn du 1000 Leute befragst nach einer einzigen Sache, die sollen das beurteilen oder ihren Senf dazu geben, dann wird jedes Mal etwas anderes gesagt. Vielleicht ähnelt sich die eine oder andere Aussage, aber es wird im Kern immer wieder etwas anderes gesagt, mit Sicherheit. So, und kommen wir gerne zur Religion. Was ist Religion? Wenn wir im Internet nachschauen, ja, auch hier im Duden ist wieder sehr, sehr kurz gehalten, meist von einer größeren Gemeinschaft angenommener, bestimmter durch Lehre und Satzungen festgelegter Glaube und sein Bekenntnis. Gläubig verehrende Anerkennung einer alles sein bestimmten göttlichen Macht, religiöse Weltanschauung und so weiter und so fort. Das ist mir alles viel zu weitgreifend, es ist überhaupt nicht meins. Ich hoffe, dass du das in diesem Podcast gespürt hast, dass es hier nicht um irgendeine Glaubensrichtung geht. Oder, also wir sind immer noch bei dem Thema Binsenweisheit. Das hat ja auch mit Glauben zu tun. Aber nicht im Sinne religiöser Glaubensrichtung. Irgendetwas zu verehren oder ja, Sekte, der ein oder andere hat dann schon gesagt, du bist in einer Sekte. Letztendlich mache ich mir das persönlich hier alles selber. Und es ist nicht von irgendeinem Buch oder aus einem Film oder irgendwo her, was ich hier dir erzähle oder ablese, außer ich mache das ganz bewusst, dass ich ein Zitat aus einem Buch nehme oder etwas vorlese, dann sage ich dir das auch. Oder wie zum Beispiel, ich recherchiere im Duden oder so. Aber letztendlich ist das alles aus mir, und manchmal sprudle ich auch einfach nur. Und 2007, das ist jetzt eine aus meinem Leben gegriffene authentische Geschichte. 2007 war ich auf einer internationalen Freundesreise nach Indien,
Und es war total spannend. Wir waren mehrere Personen, ich glaube 8 waren wir. Und in Indien selber kam eine Person noch hinzu, das heißt, wir waren 9. Ja, die liebe Karin Klug hatte das damals organisiert. Sie war damals schon relativ betagt und hat auch ihre Kontakte, weil sie lange Zeit auch, wie sagt Anne, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, Stewardess, also Flugbegleiter damals noch, war und ihr halbes Leben quasi in Indien immer war. Das ist so ihr Traum gewesen. Und sie hat auch Kontakt zum Dalai Lama und zu ja, gewissen, also Ayurveda ist sie ganz, ganz stark involviert und hat auch selber in Indien damals, als wir noch Kontakt hatten, das Angebot bekommen, in Indien zu arbeiten und Ayurveda weiterzugeben und auszubilden. Und wahnsinnig tolle Frau, so spannend. Und auf dieser Freundesreise, sage ich jetzt mal, waren wir unter anderem auch in New Delhi. Und wir waren in Varanasi, wir waren in einer Palmblattbibliothek, wir haben verschiedene Sachen einfach besucht, haben Leute getroffen und wir waren zum Beispiel auch in Varanasi an dem Ganges. Und dann sind wir eines Morgens ganz, ganz früh, nur natürlich wer wollte, ne, die meisten wollten das schon, weil es einfach total kulturell das ist geschichtlich, das ist kulturell, das ist meinungsbildend, das ist faszinierend, das ist einfach das Leben kennenzulernen. Also in der Regel hat man immer alles mitgemacht, weil es total spannend war. Facettenreich. Und dann sind wir eines Morgens ganz, 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 ganz früh aufgestanden, wo es noch dunkel war und wir wirklich pünktlich am Ganges waren, an einer ganz, ganz bekannten Stelle, wo ganz viele Inder hinkommen, sich reinwaschen und eine Zeremonie haben wir da also mitmachen dürfen. Wir sind aufs Boot und haben dann unsere kleinen Blüten, Kerzen, dieses bei der Zeremonie durften wir quasi eine Kerze aufs Wasser lassen und das haben wir alle gemacht und sind den Ganges auf und ab gefahren in diesem Boot. Und sind auch an eine Stelle gekommen, wo wo Menschen, wenn sie tot waren, auch verbrannt wurden. Und in diesem Hause, das war gigantisch. So unabhängig davon, dass ich es sehr, sehr spannend fand. Auch ein riesengroßes Gebäude, wo Paviane gehaust haben. Die Leute haben sie einfach nicht mehr rausbekommen. Die haben es für sich vereinnahmt. Die Menschen wirklich da drin badeten. Sie putzten sich die Zähne. Sie wuschen sich. Sie machten ihr Geschäft da drin. Sie haben alles gemacht. Sie sind da auch mit Kleidung reingegangen. Und wie gesagt, sie wuschen sich. Sie putzen sich die Zähne. Sie wuschen sich. Sie haben dort ihr Geschäft gemacht. Sie haben alles da drin gemacht. Und wenn die Menschen verbrannt wurden, dann wurde ihre Asche auch in diesen heiligen, ach so heiligen Ganges geworfen. Und es gab einen Stopp, wo wer wollte, in dieses Sanatorium, wollte ich jetzt schon wieder sagen. Also manchmal weiß ich nicht, was in meinem Kopf so vorgeht. Da sind einfach die Gedanken schneller auch manchmal, als ich spreche. Bitte verzeih mir das. Ich bin auch nur ein Mensch. Ach, jedenfalls sind einige dort mit reingegangen. Und ich weiß noch ganz genau, als wir gefragt wurden und ich dachte mir, gehst du rein, gehst du nicht rein? Ich bin im Boot sitzen geblieben und ich war nicht die Einzige. Wir waren 2. Und ja, für mich war alleine dieser Besuch, diese Zeremonie, die Menschen dort zu sehen, so erschrocken war ich. Ich war erschüttert. Das fing schon bei dem Moment an, wo wir hingegangen sind zum Ganges. Ja, wir sind ja mit diesen kleinen Pritschen da gefahren, sind dort angekommen, ausgestiegen und dann saßen da so ganz viele Menschen, die krank waren, die bettelten und alleine in diesem Moment habe ich schon gespürt, die Tiere, die ich da sah, ein Esel zum Beispiel ist an uns vorbeigelaufen und er humpelte. Der humpelte und es tat mir so weh, es tat mir so leid, diesen Esel dort so zu sehen, der sich ja nicht selber helfen kann. Und als ich die Menschen dort gesehen habe, die bettelten, habe ich gedacht, also ich mache jetzt gerade eine Gedankenspause, es tut mir leid, aber es,
ist unglaublich, die haben den Glauben an sich selbst verloren. Mir taten die Tiere tausendmal mehr Leid, mehr Mitgefühl von mir als die Menschen. Und du magst jetzt vielleicht mich verurteilen, vielleicht auch nicht. Aber als wir fertig waren mit der Zeremonie, mit diesen ganzen Erlebnissen und was ich gesehen habe mit dem Waschen und Menschen, die da mit Kreide weiß angemalt sind und ihre ganzen Bewegungen da gemacht haben. Und alle glauben sie, da sind ganz konzentriert alle Regionen mehr oder weniger vertreten an diesem zentralen Ort. Es gibt so viele Glaubensrichtungen genau an diesem Ort. Und es spielt keine Rolle, ob du an Gott glaubst, an Allah, an Hindu, an Buddha und wie sie nicht alle heißen. Also egal welche Religion. Und das ist meine tiefste Überzeugung, was ich gefühlt habe. Und es war weder der Verstand, noch hat das jemand anderes gesagt. Ich habe in diesen Momenten einfach wahrgenommen, diese Menschen, die hier leben, die glauben an alles, aber nicht an sich selbst. Und das war so eine tiefe Erkenntnis in meinem Leben. Das ist jetzt schon so lange her, 11 Jahre, über 11 Jahre, 2007, im Oktober war das, dass ich Ende Oktober, Anfang November, dass ich einfach der Überzeugung bin, das, was ich hier mit diesem Podcast mache, ist genau der richtige Weg, weil es geht nicht um Religion einzig und allein, geht es auch nicht um Spiritualität. Es geht darum, dass du daran glaubst, dir wieder selber treu zu sein und zu hinterfragen und nicht daran zu glauben, was andere Menschen dir erzählen, was richtig oder falsch ist. Alle schimpfen immer über die ganzen Kriege, die auf der Welt stattfinden. Das sind doch meistens Glaubenskriege. Wo kommen wir denn dahin? Wo wird das denn noch enden? Es wird wahrscheinlich niemals aufhören, weil jeder Recht haben will. Und es geht immer nur um Macht. Es geht um Macht, es geht um Geld, es geht um Manipulation. Und Leute, hey, wenn du das hörst, frag dich mal, was dein Herz dir sagt. Was sagt dein Bauchgefühl, deine Intuition? Und es geht nicht um richtig oder falsch. Wer bist du? Was sind deine Träume? Was ist für dich Realität? Schau mal in den Spiegel und schau dir ganz tief in die Augen. Und selbst das, was du da siehst, ist letztendlich nur dein Ego. Es ist eine Hülle, die du da siehst. Was steckt dahinter? Deswegen schau noch mal ein zweites Mal hin. Schau dir ganz tief in die Augen, wenn du im Spiegel stehst. Man sagt ja nicht für umsonst, die Augen seien das Tor zur Seele oder das Fenster zur Seele. Was ist Seele überhaupt? Viele beschäftigen sich überhaupt nicht damit. Und dann komme ich wirklich auf meine Intention hier, weder etwas zu propagandieren, was in irgendeiner Art und Weise in eine Glaubensrichtung geht, was Religion betrifft, gar keine Chance. Wenn sich damit jemand mit mir auseinandersetzen möchte, sehr gerne. Und meine Intention ist Mut. Mut, wieder zu dir selber zu stehen. Und was heißt es, dir selber wieder treu zu sein? Was denkst du, wenn du dann an deine Kinder denkst? Was möchtest du gerne, was deine Kinder von dir denken? Was deine Kinder von sich denken? Wie sie die Welt sehen? Was ist Natur? Wir sind alle Teil der Natur, wir sind alle eins letztendlich. Und dennoch sind wir unterschiedlich. Und jeder denkt was anderes. Dein Nachbar denkt was anderes, deine Mutter, deine Kinder, dein Chef, dein Arzt. Jeder hat seine kleine eigene Welt und trotzdem sind wir alle eins. Und so viele Menschen haben Angst, nach vorne zu gehen, den ersten Schritt zu machen, weil es ungewiss ist, weil sie kein Risiko eingehen möchten, weil sie ein Couch-Potato sind, weil sie sich in Sicherheit betten möchten, aber es gibt gar keine Sicherheit. Und selbst Menschen, die ein Arbeitsverhältnis haben, ein festes, denken sie, okay, ich habe jeden Monat mein festes Gehalt, ich bin sicher. Nichts ist heutzutage sicher und auch vor 100 Jahren war das nicht sicher. Du kannst doch jederzeit gekündigt werden. Wer garantiert dir, dass es wirklich sicher ist? Es ist alles nur eine Glaubensfrage. Und es geht, wie gesagt, nicht um Glauben im Sinne von Religion, sondern das, was in deinem Kopf ist.
was in meinem Kopf ist, was in dem Kopf deiner Eltern ist, was in dem Kopf deiner Nachbarn ist oder der Typ bei der Tankstelle oder in der Apotheke, der dich immer so nett grüßt. Was glaubst du? Und mutig zu sein, der eine will, der andere macht. Und das ist der Leitsatz, mein Leitsatz, den ich so liebe und dem habe ich am Anfang gehasst, weil ich ihn jedes Mal gesagt bekommen habe, wenn ich persönlich ein wenig zu langsam war und irgendwann habe ich den Spieß umgedreht und dann war ich schneller. Und ja, und jetzt ist das einfach Teil meiner Arbeit. Und ich möchte dich dazu hin bewegen, mutig zu sein. Denn was heißt Mut? Was heißt Courage? Mut, also es hat ja verschiedene Bedeutungen. Mittlerweile leider in Verrufenheit ab und zu geraten. Es gibt also unterschiedliche Richtungen, wie Leute Mut verstehen. Es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, oh nee, Mut, das ist so ein Abklatsch. Mittlerweile sagt das jeder. Das ist mir egal. Ich finde, Mut ist etwas so Wichtiges. Mut hat unterschiedliche Bedeutungen. Zum Beispiel bedeutet es, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, sich beispielsweise natürlich einer gewissen Gefahrensituation auseinandersetzt, mit Unsicherheiten, deswegen dieses Unsichere, ne, verbundene Situationen zu begeben, wenn man ein Risiko eingeht. Also es können aktivierende Herausforderungen darstellen, ja, ich zitiere jetzt ein paar Sachen auch aus Wikipedia und das kann ich persönlich auch vertreten, wie der Sprung von einem 5-Meter-Turm ins Wasser, was ich persönlich natürlich nicht explizit nur so meine. Wenn das dein Traum ist, dann mach das. Wenn das auf deiner Bucketlist steht, dass du einen Tandemsprung machen möchtest, aus dem Flugzeug springen möchtest, ey, worauf wartest du? Mann, mach das doch! Du kannst natürlich auch warten, bis du 100 bist und das dann machen. Du kannst natürlich, also ich weiß nicht, ob du das dann noch möchtest, aber es gibt eine Frau, die Johanna Quass, die das gemacht hat in ihrem hohen, hohen Alter, über 80, 87, ich weiß gar nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war des Sprungs. Die hat nämlich die Queen damals gedoubelt und die Queen ist ja aus dem Flugzeug gesprungen. Das war ja gar nicht die Queen, das war Johanna Quass, kannst du gerne mal googeln, die Frau ist der absolute Hammer. Genau, es kann also auch die Bereitschaft sein zu einer schwierigen beruflichen Prüfung, was auch immer. Es muss ja keine berufliche Prüfung sein, es können auch private Herausforderungen sein. Sie kann aber auch in der Verweigerung einer unzumutbaren oder schändlichen Tat bestehen, wie einer Ablehnung von Drogenkonsum. Achtung, Achtung, das finde ich total mutig. Und kurzen Ausschnitt aus meinem Leben. Wir waren damals, das kann ich ja jetzt sagen, jetzt bin ich ja schon alt, an der Paluga-Schule. Ich war mit 10 damals aufs Internat gekommen, bin zur Paluga-Schule gegangen und habe dort irgendwann, ne, ich war ja 6 Jahre da, hat der ein oder andere im Laufe der Zeit irgendwann angefangen, Sachen zu machen, die man ja normalerweise nicht machen soll. Es wurde einem verboten. Man hat angefangen, mal eine Zigarette zu testen, man hat angefangen, ne, sonstige Sachen oder Alkohol zu trinken oder mal nachts mal rauszuhüpfen und aus dem Internat zu entfleuchen. Okay, einmal das habe ich getan, dann bin ich einfach nachts mal abgehauen mit den Leuten. Wir sind aber heil wieder zurückgekommen und letztendlich war da auch nichts passiert. Wir haben weder eine, wie viele ja auch machen, einen randaliert oder irgendwas in Flammen gesteckt oder ein Bushäuschen zerkloppt. Also so waren wir damals nicht. Nein, was ich sagen darf, worauf ich eigentlich jetzt hinaus wollte, ist, die ersten Zigaretten, die wurden dann in Grüppchen hinter der Schule heimlich geraucht. Und ich habe mich damals dagegen entschieden. Und ich war ängstlich und ich war dann auch ein Außenseiter. Ich war Einzelgänger zu dem Zeitpunkt, weil ich mich dagegen entschieden hatte, mit der Gruppe mitzulaufen. Und es hat mir sehr, sehr wehgetan. Ich meine, ich war ein Kind, ja. Aber im Nachhinein gibt es einige, die darauf sehr, sehr stolz sind. Und ich glaube, dass meine Mutter das eine von denen ist. Ich habe niemals angefangen, mit ihnen zu rauchen. In der Gruppe, diesen Gruppenzwang mitzumachen. Das ist Mut. Wenn du in so einer Situation bist, dann steh auf. Du musst nicht mit denen mitmachen. Und da spielt es keine Rolle, ob du 10 bist, ob du 20 bist oder ob du 50 bist. Weil selbst im hohen Alter, 50, 60, 70, 80, gibt es immer noch Sachen im Gruppenzwang, wo du denkst, das ist aber jetzt Quatsch, das möchtest du nicht machen. Oder Drogenkonsum. Oder wie so viele, wir sind ja damit groß geworden, Alkohol zu trinken.
Ja, es ist ja mittlerweile wie ein Gruppenzwang, es spricht nur keiner aus. Und auf Partys, auf Geburtstagen, auf Feiern, überall wird Alkohol getrunken. Verdammt nochmal, steh dazu und sei mutig, du musst kein Alkohol trinken. Ich zieh den Hut davor, wenn du das nicht tust. Verstehst du? Darum geht's. Es gibt natürlich auch den Gruppenzwang im Sinne einer Mutprobe. Sozial, Anerkennung, Ego, es gibt ja gewisse Lebensabschnitte, wo man öfters mal Mutproben macht. Und wenn du dann zum Beispiel Autorennen oder, fällt mir da gerade ein, es gibt ja auch andere Mutproben, wenn du so etwas, du stehst auf und machst das nicht mit, das ist viel mutiger, als diese Mutprobe mitzumachen. Weil weißt du, du kannst nämlich dabei auch dein Leben verlieren. Das heißt, ich glaube, es ist viel, viel sinnvoller, wichtiger und wertvoller, ein einziges Mal in diesem Zusammenhang dein Gesicht zu verlieren, weil du letztendlich in diesem Zusammenhang dir selber treu bleibst. Und du verlierst nämlich nicht dein Gesicht, nur vor dieser Gruppe, denen du sowieso wahrscheinlich gar nicht wirklich wertvoll bist. Weil dann würden die nicht auf so eine quatschige Idee kommen. Wenn du aufstehst und diese Mutprobe nicht mitmachst, weil es ist so oft schon vorgekommen, mit Autorennen beispielsweise, und da sind Menschen ums Leben gekommen. Und ich meine damit nicht nur explizit die Leute, die das Auto fahren, sondern auch Menschen, die nichts mit dir zu tun haben, die auf einmal an einem Straßenrand stehen oder über die Straße laufen und du siehst sie nicht rechtzeitig. Du kannst natürlich auch nicht mehr bremsen und dann fährst du sie um und sind sie tot oder sie sind gelähmt oder was weiß ich. Und so eine Mutproben, die meine ich nicht. Und das hat nichts mit Mut an sich zu tun, was ich hier vermitteln möchte, sondern Mut, dir selber treu zu bleiben und den ersten Schritt zu gehen und ins Handeln zu kommen, was dich glücklich macht, was dein Herz aufgehen lässt. Yes! Also sei couragiert und glaub an dich selber. Beherztheit, Schneid, Unerschrockenheit, also die Körperkraft spielt da auch eine ganz, ganz weitgehende Rolle. Wenn du nämlich beim Duden zum Beispiel, das finde ich total spannend, ja, gib mal beim Duden Courage ein, sorry. Gib beim Duden Courage ein, dann hast du als zweiten, es steht zwar in Klammern landschaftlich, aber der Körper ist ja auch eine Landschaft, steht Körperkraft. Und da kommen wir jetzt zu dem Bogen, dass der Körper dein Garant ist für Nachhaltigkeit. Und du kannst dich selber aus schwierigen Situationen, wo du Angst hast, wo du keinen Mut hast beispielsweise oder wo du zweifelst, wo andere vielleicht auch nicht an dich glauben, kannst du durch deinen Körper dich selber pushen. Und nicht pushen im Sinne von ich will. Nein, sondern du kannst dir selber damit Kraft geben, weil dein Körper besteht aus Energie. Es besteht aus Energie und du kannst dich alleine beim Joggen, wenn du eine halbe Stunde in den Park gehst, joggen, dann kurbelst du deine Energie an. Du aktivierst dein Dopamin, deine Glückshormone, Serotonin. Und du weißt selber, wenn du einfach deine Tasche gepackt hast und zum Sport gehst, dass du dich danach in der Regel immer besser fühlst, oder? Wie siehst du das? Und das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen habe ich meine Arbeit als Trainer mit in meine Tätigkeit integriert, mit in meine Dienstleistung, was ich einfach lebe und liebe. Und Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die wissen das auch, das ist eins. Deswegen Pilates und Stretching, das gibt den Leuten so viel. Ich mache es ja auch selber. Und es gibt mir persönlich auch viel mitzumachen. Die Leute spüren, dass ich nicht einfach vorne sitze und mir das eigentlich egal ist, was die Leute machen oder ich nicht dahinter stehe, was ich da unterrichte. Also der Körper, der ist dein A und O. Und solltest du nicht genau wissen, wie du anfängst, aus deiner Misere zu kommen, aus deinem Alltag, aus deinem verdammt, wo fange ich an oder ich würde gerne etwas ändern, aber ich weiß nicht wie, dann geh einfach joggen, geh raus, mach ein bisschen Sport, geh schwimmen, weil das bringt dir zum ersten überhaupt einmal einen klaren Kopf. Meistens ist es so, dass man da einfach auch abschaltet. Yes. Und
ja, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann melde dich einfach. Es gibt einen gratis Online-Kurs, den ich anbiete. Das findest du auf meiner Website. Das möchte ich hier gerne einfach nur nochmal erwähnen. Du kannst auch gerne stöbern auf meiner Website, wenn du mich noch nicht kennst, was ich alles anbiete als Manager, als Coach und als Trainer. Also melde dich gerne bei mir, wenn du einfach ein Erstgespräch haben möchtest, um herauszufinden, wer ich überhaupt bin oder was du gerne möchtest, worin du Unterstützung brauchst, und sei es im 1:1 oder du leitest eine Firma und du brauchst Unterstützung in der Koordination, im Projektmanagement, dann, dann melde dich. Ich unterstütze dich gerne, ich unterstütze dein Unternehmen, weil mir mein Job einfach Spaß macht. Und ja, und wenn das mit dem Trainer sein passt, dann binden wir das einfach mit ein, wie so eine Art Personal Trainer oder für deine Mitarbeiter, weil das einfach dazugehört. Das ist mein Job, das ist meine Arbeit, ich liebe es. Yes, und jetzt sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich möchte einfach nochmal etwas ganz Tolles am Ende sagen. Und zwar aus dem Buch von Anja und Maria Fritsche. Anja Fritsche hatte ich ja relativ zum Beginn des Podcasts bereits im Interview. Vielleicht kennst du auch ihr Buch. Das nennt sich, lass mich mal ganz kurz gucken nochmal, Oma, die Nachtcreme ist für 30-Jährige. Und zwar sind das die unglaublichen Geschichten einer 107-Jährigen. Ja, ihre Oma ist 108 geworden. Leider, die letzten Wochen ging es ihr nicht mehr so gut. Und ein paar Tage bevor das Interview war, ist sie friedlich eingeschlafen. Glücklicherweise friedlich eingeschlafen. Das ist total schön. Und ich möchte dir gerne am Ende dieser Podcast-Folge, weil es geht halt, wie ich zu Beginn sagte auch, es geht nicht hauptsächlich um Spiritualität. Es geht überhaupt gar nicht um Religion. Natürlich geht es darum, an etwas zu glauben, aber das entscheidest du ganz allein für dich. Und bei meinen Interviews ist es immer so, dass es einfach authentisch ist. Die Leute leben, die lieben und die lachen, und das ist das Schöne. Bei ihr hier im Buch gibt es ein paar Sachen, die sie aufgeschrieben hat, im Epilog zum Beispiel. Eine Woche später finde ich den Zettel mit den Notizen zu Omas Geheimnissen wieder, den ich vor über 5 Jahren angefangen habe. Rezept für ein langes und glückliches Leben steht dort oben drüber. Nur gesundes Heilwasser in der Kindheit getrunken. Immer in Bewegung geblieben. Gesunde Ernährung, viel Gemüse, Alkohol in Maßen. Neugierig bleiben und Ziele haben. Der letzte Punkt ist bei ihr Musik. Und interessant ist, dass die Anja da noch etwas ergänzt hat, was sie, ja, guter Schlaf, lachen, sich selbst nicht so ernst nehmen, mutig bleiben, da haben wir's. Kalt duschen, das finde ich interessant. Gute Gesellschaft hält jung. Auf die innere Einstellung kommt es an. Und da haben wir es auch wieder. Ich sage nur Leopold Kuchwalek. Reisen, reisen, reisen. Sich etwas wünschen. Oh ja. Da gibt es ein ganz tolles Buch von Carsten Tormelen. Wie hieß das? Träume. Mit 100 hat man noch Träume. Ja, so hieß der Titel. Sich etwas wünschen. Immer mit dem Herzen dabei sein. Oh ja, und das ist so, so wichtig. Und ob das jetzt Binsenweisheiten sind oder nicht, es ist authentisch, es ist aus dem Leben gegriffen und es ist von unseren Hochbetagten, es ist von Menschen, die einfach an sich selber glauben, die mutig sind, die sich selbst treu geblieben sind. Schneid dir gerne davon eine Scheibe ab. Ich danke dir, dass du diesen Podcast hörst, dass du ihn unter Umständen abonniert hast. Würde mich wahnsinnig freuen und dir unendlich dankbar sein, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest, wenn du ihm 5 Sterne gibst, wenn du mir Kommentare hinterlässt, was dir gut gefällt, was dich aufgebaut hat, was du für wertvoll empfindest. Gerne auch aus der heutigen Folge. Ja, und ich sitze jetzt hier und schmunzel. Morgen ist der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember 2018. Und für morgen habe ich einen kleinen Bonbon für dich. Auch wenn vielleicht der eine oder andere denkt, huch, jeden Tag eine neue Podcast-Folge. Ich kann nicht mehr, ich komme gar nicht hinterher, es ist zu viel. Ich habe jetzt einfach einen Monat lang rausgehauen,
an Wissen, an Emotionen, an Hintergründen, an hochbetagten Botschaften, an Motivation, an Inspiration, einfach an allem, was da so kam und was geflossen ist und was da so quer ist im Kopf. Und es ist spannend zu sehen, wer oder was da so an Reaktionen gekommen ist. Und ich möchte dich gerne bitten, zum einen, dass du dir mal, gib mir Feedback, dass du dir einfach ein Thema raussuchst, also eine Podcast-Folge, die dir ganz besonders gefallen hat. Yes, weil es mir so viel Wert bringt, zu wissen, was dich interessiert. Was bewegt dich momentan in deinem Leben? Worüber möchtest du gerne mehr hören? Was bringt dich dazu, Veränderungen zuzulassen? Was ist dein Mehrwert, den du in dieser Folge mitgenommen hast? Welche dieser letzten 30 Podcast-Folgen ist deine Lieblingsfolge? Und du kannst mir gerne hierfür eine Sprachnachricht hinterlassen bei Facebook. Ja, connecte dich gerne mit mir, unter @BeatriceBürger. Und du wirst mich finden, hundertprozentig. Ja, hinterlass mir einfach eine direkte Sprachnachricht über den Messenger und dann werde ich dich mit einbinden in die nächstmögliche Podcast-Folge. Werde dich auch gerne connecten, wenn du das möchtest. Das kannst du gerne sagen und dich hier ja mit einbinden in die Podcast-Folge. Gib mir Feedback, gib mir Futter, lass mich drauf eingehen, weil wir sind alle eins. Da ist es wieder, wa? Fängt sie so schon wieder damit an. es ist total schön, dass man sich trotz, dass es digital ist und nicht wirklich sieht, dass man so miteinander verbunden sein kann. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du die letzten Stunden gut verlebst. Morgen gibt es ein Bonbon. Morgen gibt es zum 31.12. ein Bonbon zur 30-Tage-Challenge. Ich schenke dir eine neue Podcast-Folge morgen und es gibt etwas Besonderes, also schalt auf jeden Fall ein, weil es wird dir richtig, richtig viel Kraft geben. Es ist etwas anderes, als es bisher gab. Yes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib schön gesund. trinke Alkohol in Maßen morgen. Und ansonsten, ja, lass einfach mal ein bisschen Revue passieren. Komm zur Ruhe. Nicht immer nur Chaka und Druck und ich will. Lass doch einfach mal sacken. Das Jahr ist fast vorbei. Ich hoffe, dass du gesund bist. Und ich wünsche dir so, so, so viel Spaß morgen, wo auch immer du bist, was auch immer du tust. Und selbst wenn du alleine bist. Es gibt einige, die alleine mit sich auch sehr gut da sind. Ja, habe ich auch schon mal gemacht, ein Silvester. Ich habe mir einen Sekt aufgemacht, saß mit meinem DJ da, hab ein gutes Buch gelesen, habe mir es richtig gut gehen lassen, habe gutes Essen gegessen. Und es war in Ordnung. Also, fühl dich herzlich umarmt. Alles, alles Liebe, aktuell sogar aus Costa Rica. Ich drück dich und wünsche dir la pura vida.